Autofahrten können für Kinder sehr lang und langweilig werden. Ich zeige euch heute in meinem Spezialvideo, welche kleinen Utensilien wir ganz gerne mit auf die Fahrt nehmen, wie es hinten im Auto aussieht und wie wir alles organisiert haben. Also los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Katrin von Gabelschere Blog und heute in dem Favoritenvideo geht es ausschließlich um kleine Utensilien, die wir für und auf der Fahrt nutzen. Ich zeige euch gleich in meinem Auto, wie wir alles arrangiert haben, wenn wir lange Zeit unterwegs sind. Den Joker, den jeder von uns kennt, ist natürlich das klassische Hörbuch oder auch auf dem Tablet ein Film gucken etc. Die digitalen Medien lasse ich heute mal ganz bewusst raus, denn nicht jedes Kind verträgt während der Fahrt zu viel Medienkonsum. Und dass man ein Hörbuch einfach rauszaubern kann, dass man den Sound nach hinten stellen kann oder den Kindern Kopfhörer geben kann, das weiß, glaube ich, jeder von euch. Ich fange mal hier bei der größten sichtbaren Sache an, nämlich diesem Knietablett. Das habe ich euch vor einiger Zeit mal vorgestellt und war damals auch der Meinung, dass das richtig gut ist und ganz, ganz toll. Sagen wir es mal so, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es nicht mehr ganz so gerne einsetze im Auto. Denn es hatte sich herausgestellt auf einer Autofahrt zurück von Holland nach Deutschland, dass wenn man das Auto voll beladen hat und mit Proviant und Spielen und allem Pipapo, dass dann das Knietablett ganz gerne auch mal wieder abgelegt werden möchte. Und wenn es warm wird, dann stört das, dann ist das irgendwie im Weg, es ist unbequem. Also muss das ständig wieder von einem Erwachsenen raus und reingenommen werden, in den Fußraum verstaut werden. Das ist also eine bisschen frickelige Angelegenheit. Das Modell, was ich euch damals vorgestellt hatte, hält nach wie vor. Also das ist von der Verarbeitungsweise absolut gut. Da kann ich nichts sagen. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich dieses ans Herz legen. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht eher nicht. Manche Autos haben ja auch die Tablets mit eingebaut, so wie mein Auto ebenfalls. Allerdings stellt sich da heraus, dass dann oftmals der Abstand zwischen Sitz und dem vorderen Tablett nicht ausreicht, damit die Kinder damit wirklich spielen können im jetzigen Alter. Vielleicht, wenn sie älter sind, ist das was anderes. Ja, ich fange mal mit den Klassikern an, die ihr von mir ja auch schon kennt. Die klassischen Wisch- und Wegbücher sind meine absoluten Favoriten für unterwegs. Ich bin kein Freund mehr von Water-Wow-Heftchen, denn die haben sich bei mir herausgestellt, sind nicht besonders langlebig. Ich fand diese Water-Wow-Hefte zwar ganz süß für die ganz kleinen Kinder, also so 2- bis 3-jährige Kinder vielleicht noch, aber die halten einfach nicht lange. Hier bei diesen Wisch- und Wegbüchern weiß ich, wenn ich die mit ein bisschen Waschbenzin nochmal abwasche, dann kriege ich die jedes Mal wieder sauber und die Seiten halten einfach gut. Und die Kinder, habe ich das Gefühl, sind zumindest nach wie vor begeistert von den kleinen Rätselchen, die sich da drin finden. Dann natürlich auch ein absoluter Klassiker sind Stickerhefte. Und da gibt es ja jede Menge von großen, aber auch die kleineren A5-Formate und bis hin zu dieser Version, die habe ich mir jetzt mal gekauft für meine Tochter, weil ich das so schön finde, dass da die verschiedenen Kulturen der Mädchen so gezeigt werden. Da geht es nicht bloß darum, die Kinder oder diese Mädchen eben hübsch anzuziehen und zu bestickern, sondern da wird zum Beispiel auch erklärt, wie Mohair auf Tahiti lebt, wo Tahiti überhaupt ist und was es da für landestypische Kultursachen so gibt. Und das gibt es eben noch für Grönland, Japan und eben diverse andere Länder auch. Und ich finde das eine ganz, ganz süße Sache, weil jetzt für 7 €, finde ich, eine gute Option. Meine Tochter liebt das, kann da selber drin malen und stickern. Das ist eben echt eine schöne Sache. Ihr findet natürlich Stickerbücher auch, ich denke mal bei Action, weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich nicht so aus. Aber auch bei HEMA haben wir zum Beispiel diese kleinen Stickerheftchen mal besorgt. Da können die Kinder drin malen und stickern gleichermaßen. Das sind also Klassiker, die ich immer hier so in dieser Kiste habe. Die Kiste steht bei mir übrigens im Hauswirtschaftsraum und ist immer bereit für den nächsten Ausflug. Dann eine Sache, die wir uns oder die ich jetzt noch gekauft habe, weil ich ja hoffe, dass wir jetzt mehr Ausflüge machen und weiter wegfahren. Deshalb habe ich jetzt für meine Kinder diese beiden Blöcke hier bestellt vom Klett Verlag. Und zwar einmal mein Lieblingsblock für Autofahrten für meinen Sohn, weil der liebt einfach diese Rätsel, Verbindungsgeschichten, finde den Fehler, das mag der total gerne. Und für meine Tochter eben nochmal Prinzessinnen-Rätsel-Spaß.
Ich würde sagen, die sind vom Alter her wirklich so zwischen 4 und 7 Jahren total okay. Ich denke mal, für ältere Kinder wird es dann auch langweilig. Aber für meine Kinder jetzt ist das super. Die Lösung ist jeweils auf der Rückseite vom Blatt zu finden, sodass man da als Eltern die Kinder einfach machen lassen kann. Und die haben einfach ein tolles Format, weil sie genau auf den Schoß des Kindes passen, ohne Tablett, und sind vom Format her einfach genau für Autofahrten konzipiert. So, neben den klassischen Pixi-Büchern, die ich ja auch immer dabei habe, Pixi Kreativ, habe ich euch auch schon oft empfohlen, habe ich noch das hier entdeckt, und zwar Usborn Minis. Diese Minis gibt es auch in verschiedenen Thematiken. Ich habe jetzt mal hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Strichmännchen-Zeichnerei. Das gefällt meinem Sohn halt super gut. Das habe ich auch extra für ihn gekauft, denn er lernt jetzt gerade noch besser zu zeichnen und möchte sich da auch noch besser ausdrücken können. Und darum habe ich ihm das gekauft. Für 3 Euro, finde ich, ist das jetzt eine ganz, ganz schöne Sache. Das kann er immer mal wieder rausholen und ist natürlich auch am Urlaubsort einfach ein schöner Begleiter. Auch diese Kärtchen hatte ich euch schon mal gezeigt, hatte ich mir damals vom Usborn Verlag gekauft. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Wisch- und Weghefter, sind nur eben kleiner und handlicher vom Format, passen in jede Tasche gut rein und haben eben auch ganz tolle Puzzle, Rätsel und für die Kinder mit den Wisch- und Wegstiften ganz einfach auch unterwegs zu handeln. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Gratisabteilung. Meine Instagram-Follower wissen das schon, dass man beim Bundesrat auch Material bestellen kann. Ich verlinke euch den Link zum Bundesrat nochmal gerne. Oh, jetzt kriege ich es gar nicht raus. Nochmal gerne in der Infobox. Also schaut unbedingt in die Infobox für diesen Link. Der Bundesrat gibt eben diese Materialien raus zum Thema unsere Bundesländer. Und da sind auch Sticker dabei. Und ich finde, wenn man Urlaub in Deutschland macht, bietet sich das geradezu an, den Kindern so ein bisschen was zu vermitteln über die Bundesländer im eigenen Land. Was ich auch prinzipiell immer mache, ist, dass ich mit solchen, ich nenne es mal Pouches, arbeite. Also mit solchen kleineren Mäppchen, die auch wirklich nur für die Reise sind. Ich lasse die immer so gepackt, wie sie sind. Ich lass die auch nicht durchs Haus wandern, sondern die gehören immer hier in diese Kiste rein, die eben nur für Autofahrten bestimmt ist. Und hier, weiß ich, ist immer alles drin für die Kinder, für die Autofahrten. Und dazu gehören eben diese kleinen Mäppchen. Die sind extra so schlank gehalten, damit ich sie auch mal in meinen Wickelrucksack, also in meinen Unterwegsrucksack mit einpacken kann. Hier sind für die Kinder jeweils die Stifte und so kleine Blöckchen. Ich habe noch so kleine A6-Blöckchen, wo die eben dann einfach was drauf rumkritzeln können, nochmal selber stickern können und so weiter. Also sich so ein bisschen kreativer ausleben können. Und hier sind tatsächlich auch Bastelmaterialien drin. Also sprich eine kleine Schere, ein kleines Tesafilm, ein Locher. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber im Auto basteln ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da ist halt jedes Kind anders. Meine Kinder mögen das total gerne, sich irgendwie auszudrücken mit den Materialien und da selber frei zu entscheiden, wie sie was jetzt aufeinander kleben. Da kommen dann auch schon mal solche kleinen Monsterchen bei raus und das finde ich halt richtig cool, weil man auch während der Fahrt den Kindern das ermöglichen kann, dass sie sich da so ein bisschen kreativer austoben können. Und hier in so einer Pouch habe ich dann eben immer die Bastelmaterialien für die Fahrt drin, wie ich euch gesagt habe. Oder was ihr auch reinpacken könnt, sind eben solche kleinen Stempelchen. Da müsst ihr natürlich darauf achten, ob eure Kinder schon mit diesen Utensilien umgehen können. Aber im Zweifelsfall, ich denke mal, so ab Vorschulkindalter geht das ganz gut. Kann ich euch total empfehlen, das dann auch immer an Ort und Stelle in diesen kleinen Säckchen zu lassen, weil das könnt ihr dann zum Beispiel auch einfach direkt mitnehmen in die Ferienwohnung. Ja, kleine Spielsachen nimmt natürlich jedes Kind sowieso gerne mit. Da lasse ich meine meistens ihren eigenen kleinen Rucksack packen, wo sie dann auch mal noch ein Matchbox-Auto reinstellen können. Eine Mini-Barbie oder ein Philly-Pony, was auch immer da gerade bespielt wird. Das sowieso.
Aber was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich vorne im Fußraum bei uns Erwachsenen quasi so ein paar Spiele, Highlights für die Kinder noch parat halte. Und wenn Langeweile aufkommt, zauber ich die dann quasi aus dem Hut, so wie eben diesen kleinen Ball, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt im letzten Jahr. Das ist wie so ein Rubik's Cube, so ein Finger-Logik-Spiel, wo man eben die Bälle den passenden Farben zuordnen muss. Das finde ich eignet sich für eine Autofahrt super. Was wir jetzt für uns neu entdeckt haben, sind diese IQ-Fit-Puzzle. Dazu muss man allerdings sagen, dass dieses kleinere IQ-Fit mit diesen, ich sag mal, 3D-Puzzle-Elementen jetzt fürs Auto ziemlich frickelig ist. Das würde ich eher nicht empfehlen für die Autofahrt, weil da muss man schon ein bisschen eine ruhige Unterlage haben. Ist aber für die Ferienwohnung geeignet. Was ich aber für die Autofahrt auf jeden Fall mir gut vorstellen kann, ist das IQ Stars, also dieses Puzzle, was eben nur mit den kleinen Sternen sich zusammensetzt. Denn das ist weniger kleinteilig und beschäftigt die Kinder doch aber vom Kopf her. Es ist tatsächlich wirklich ein Logikpuzzle, was auch Erwachsene anspricht. Also mein Mann und ich, wir können da auch ganz gut Zeit mit verbringen und unsere Logik da hineinstecken. Und ich denke, das ist auf der Reise oder für unterwegs auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt nehme ich euch mit in mein Auto und wir werfen mal kurz einen Blick in die Sitzreihe der Kinder und wie ich das Ganze dort gestaltet habe, mit welchen Kindersitzen wir reisen und wie wir das im Innenraum so ein bisschen strukturiert haben, damit nicht immer alles durch die Gegend fliegt. Ja, hier ist jetzt das Mittelstück von Hauk im Auto drin und ihr seht, was da alles reinpasst, ist echt richtig cool. Und eben auch diese Henkelfunktion, dass man es rausholen kann, drinnen in Ruhe befüllen oder reinigen kann, nochmal ausmisten kann. Und hier passt wirklich eine Menge rein. Ihr seht das, hier ist auch immer noch Luft. Also das hat sich für uns total etabliert und total bewährt, weil eben auch klar ist, dass jedes Kind da dran kommt. Hier ist übrigens noch der Snack Tower. Auch der passt hier wunderbar rein. Die Kinder haben auch verstanden, wie sie sich den aufteilen können und dass sie auch immer wieder den Snack Tower hier reinstellen können, um sich eben Snacks dann zu teilen. Also das ist wirklich eine Sache, die ich euch total warmen Herzens und richtig gut empfehlen kann. Ich fahre einen VW Touran und die Kinder haben die Britax Römer-Sitze. Wir sind damit super zufrieden. Und ja, zum Thema Autositze muss sich aber jeder selbst informieren. Ihr seht schon, hier hinten in der Mittelbank haben wir eigentlich ganz, ganz gut viel Platz. Und das ist auch wirklich ein Schlüssel, finde ich, damit die Kinder sich wohlfühlen können. Hier haben wir von Rea diese Rückenlehnen, ja, ich sag's dir mal, Bezüge, finde ich auch super sinnvoll. Der Touran hat zwar hier hinten auch so ein Tablett, aber ihr könnt schon sehen, wenn wir das aufklappen, passt es auch nicht so hundertprozentig fürs Kind, weil je nachdem, wo der Vordermann sitzt, kommt das Kind gar nicht an das Tablett dran. Deshalb bin ich auch nicht so ein Freund davon, diese Tabletts zu etablieren oder den Kindern schmackhaft zu machen. Mir geht der Schutz des Sitzes vor und wir sind jetzt hier mit diesem Ding von Rea eigentlich super zufrieden, haben das jetzt schon bestimmt 3 Jahre lang und in der Regel ist da nicht viel drin, außer eben ein paar Taschentücher oder vielleicht noch die Kopfhörer oder sowas, Tipptoy-Stift kann man da reinpacken. Wenn ihr noch Ausflugsziele sucht in Nordrhein-Westfalen, schaut unbedingt mal auf gabelschereblog.de vorbei. Dort findet ihr ganz viele Ausflugsziele aufgelistet. Ich hoffe, ihr habt eine gute Fahrt dorthin oder auch in den nächsten Urlaub und es waren ein paar schöne Ideen für euch und eure Kinder dabei, damit auch ihr eine sichere und angenehme Fahrt haben könnt. Also macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!